hier, um den Tag zu retten? Ich weiß doch, dass ich super toll bin. Aber nicht aufhören. Erzählt schön allen von euren neuen Helden. So ein Essen hattest du noch nie, Bee. Ein komplett rundes Essen, bei dem alles rund ist. Rollende Früchte, Knusperbälle, Kugelkuchen und deine Liebsten? Sasuni-Saftbälle. Wenn es rund ist, geht es runter. In meinen Bauch, der auch rund ist. Was ist da draußen los? Griselda, du siehst anders aus. Hast du eine neue Frisur? Das ist dir aufgefallen. True. Wie witzig, dir ausgerechnet in dieser Straße über den Weg zu laufen. Du weißt, dass ich hier wohne, Griselda. Du besuchst mich ständig hier. Das ist perfekt. Dann geh doch einfach wieder nach Hause. Mach ein Nickerchen. Oder wir essen zu Ende. Denn du und deine Wünsche könnt euch heute frei nehmen. Prinzessin Grisbot übernimmt heute das Helfen. Danke. Oh, aber nicht doch. Nur eine Kleinigkeit. Mein Haus. Ups. Hier, so gut wie neu. Verabschieden wir uns jetzt schon vom Regenbogenreich oder warten wir, bis sie es zerstört hat? Wenn Griselda den Menschen helfen will, kann das doch nur gut sein, oder? Ja, sicher. Das war genug Hilfe für einen Tag. Ich bin so nett zu den Leuten. Aham, geknickter Strohhalm. Ja. Oh. Großes Problem. Bereit fürs Frühstück, Bee? Es ist ein komplett eckiges Quadratfrühstück. Quadratfrüchte, Eckstullen, Keks für Ecke und Boxpudding. So rollt nichts runter. Immerhin ist nichts runtergerollt. Sie wollte etwas Gutes tun, aber das hier ist nicht gut. Ich stimme zu. So zu tanzen ist für niemanden gut. Das ist nicht Griselda, das ist Fruity. Dieser Hund hat keinen Führerschein, um einen Roboter zu steuern. Komm mit, Bee. Wo ist Fruity nur? True! Ich kann meinen fabelhaften Prinzessin Grisbot nicht finden. Vergiss es.